15. Januar, Paris. Ein paar Minuten Fußweg vom Eiffelturm entfernt liegt der 14-jährige Juri hilflos auf dem Boden. 9 Jugendliche kreisen hektisch um ihn herum. Sie treten ihm mit voller Wucht ins Gesicht, schlagen ihn mit Fäusten und länglichen Gegenständen. Dutzende Schläge und Tritte treffen das Opfer. Juri erleidet so schwere Verletzungen, dass der behandelnde Arzt ihn in ein künstliches Koma versetzen muss. Französische Medien berichten, dass Juri mit 4 Schulkameraden auf dem Weg nach Hause gewesen sei. Dann sollen sie auf die Gruppe Jugendlicher getroffen sein. Eine Überwachungskamera zeigt die brutale Tat, mit der die Täter Juri verletzen. Mit ihren heftigen Tritten und Schlägen brechen sie dem 14-Jährigen einen Arm, einen Finger, eine Schulter und Rippen. Nach über einer Woche im Koma wacht Juri auf, 2 Tage nach seinem 15. Geburtstag. Seine Mutter sagt, dass die Jugendlichen ihm den Schädel eingeschlagen hätten und dass sie nicht wisse, ob er jemals wieder so werde wie vorher. Im Internet hat Juris Mutter dazu aufgerufen, mögliche Hinweise zu den Tätern der Polizei zu melden. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen wegen des versuchten Mordes aufgenommen.